Sag mal, Stefan, siehst du überhaupt irgendwas? Aber du bist doch der Gucker, oder? Der Hingucker. Ich begrüße heute bei uns im Studio Stefan Dietrich, ein I, Doppel-T. Herzlich willkommen. War ja eine ultra freaky Performance von dir. Guten Tag, mein Name ist Stefan D. Ich performe. Ich Und bin was der genau? Gucker. Ich singe Lieder auch zur Gitarre manchmal. Ich singe Lieder zum Klavierboard, zum Keyboard singe ich Lieder. Aber das ist nicht das Einzige, was ich mache. Ich singe auch Bilder. Ich male Bilder auch und zeichne Zeichnungen. Ich bilde Malereien. Und ich zeichne Zeichnungen und wer das alles angucken möchte, der sollte bitte auf meine Homepage gehen. Das ist stefan-dittrich.net in ihrem lokalen Internet zu finden. Stefan, und erzähl mal, dich kann man auch buchen. Ist das Ja, richtig? ich bin buchbar für Hochzeiten, Geburtstage, Beerdigungen. Ich Auch? singe, ja. Nein, nein, das war jetzt natürlich Quatsch. Das war natürlich Quatsch. Hast du gemerkt, oder? Ja, schon, ist mir bewusst geworden, danke. Aber ich bin natürlich buchbar unter der Nummer 0176 990 533 71. Und dort kann man mich buchen und mir zuhören, wenn ich möchte, wenn man möchte. Erzähl mal, was kostet der Spaß dann? Ich koste nach Absprache und Anfrage, so je nachdem, wie viel Geld derjenige hat, der mich bucht. Ach Ich so, prüfe, frei ich gucke variabel. dann seine Kontoauszüge an. Ich hacke sein Postbank-Account und gucke mir seine Kontoauszüge an. Und je nachdem, lege ich dann den Preis fest. Stefan, jetzt noch ganz kurz, aber es war nicht das erste Mal im Studio, dass du performt hast? Sozusagen war es nicht das erste Mal, weil ich meine Musikvideos ja eigentlich immer selber mache. Zu Hause in meinem eigenen Studio, im sogenannten Roten Salon. Das wusste ich aber nicht, dass es so, schon einen gibt, der so heißt. Der Rote Salon. Nämlich in der Volksbühne, oder wie war das? Ist aber egal. Wurscht. Da gibt es einen grünen Salon auf jeden Fall. Ich glaube, da gibt es auch einen roten. Egal, was Roten. soll's. Ist Und ja da machst egal. du und da performst Wurscht. du. Wurscht. Und zu Hause mache ich meine Musikvideos selber. Habe ich auch immer gemacht. Du hattest da noch was in deiner Tasche, was du unbedingt unseren Ah Fans noch ja. zeigen wolltest? Ja. Worauf spielst du an? Ah. Nicht das, was sich unter dem Bademantel befindet, Ah. sondern eben drum. Ich habe eine lustige CD hergestellt. Ich habe sie selbst getan. Jedes Lied ist von mir selbst erfunden worden, zu einem Zeitpunkt in der Vergangenheit. Und mastern lassen habe ich es aber von jemand anderem. Da ist der Gucker auch drauf unter anderem. Das Lied, was ihr eben gerade gehört habt, ist das Nummer 3-Lied hier. Aber jedes Lied ist anders. Es ist eine Überraschung. Es ist praktisch ein anderes Genre immer. Ich bin kein Künstler, der sich an ein Genre binden lässt. Und Ein ja. Improvisationskünstler sozusagen. Nee. Auch nicht. Nee. Na, Ich habe noch eine das war CD doch aber gemacht. frei Schnauze jetzt eben hier. Ruhe jetzt. Ich habe noch eine CD gemacht. Eine Live-CD. Sie ist ein Mitschnitt aus Live-Auftritten. Und die kann man auch kaufen, kostet auch 10 Euro. Alles auf der Homepage stefan-dittrich.net. Kurzes I-Doppel-T. Stefan, letztes Ding. Jetzt kannst du deinen Fans da draußen noch mal was sagen. Hau rein. Ihr seid die schönsten, attraktivsten, intelligentesten, coolsten, potentesten Fans, die ein Künstler je haben kann. Dankeschön. Danke euren Müttern, danke euren Großmüttern und Den Dank und Urgroßmüttern den hast du vergessen. Urgroßmüttern und Nicht zu vergessen. vielen Dank an Michael Jackson, Madonna, Nena. Ansonsten fällt mir auch keiner Ansonsten mehr fällt ein. mir Nee, keiner mehr. das war's. Also, hallo Mama noch, ja, war jetzt wichtig, oder? Ich grüße meine auch noch mal schnell. Danke. Danke, Doro.